Ja, heute geht's unser erster richtiger langer Tag im Park, startet heute und wir machen eine Bustour, eine sechsstündige, um alle Sehenswürdigkeiten auch wirklich abzuklappern. Ja, ich würde sagen, es geht sofort weiter. Ich bin total gespannt, was wir heute erleben. Burg und da ist natürlich eine lange Schlange vor. Müssen wir ein bisschen warten, weil alles kontrolliert wird. Auf jeden Fall ist das jetzt schon, schon wenn man davor steht, mega beeindruckend. Und ich bin mal gespannt, wie es dann drinnen aussieht. Wir waren gerade in der Kirche drin und was mir besonders gut gefallen hat, war auf jeden Fall die Fenster. Diese schönen, wunderschönen, bunten Fenster. Und ja, bis ganz nach vorne ist man nicht gekommen, da war es dann eben abgesperrt. Aber es war zum Glück gar nicht so, dass man sich da durchquälen musste, durch die vielen Leute. Es war dann eher so, ich sag mal, man konnte die Videos und Fotos auch machen. Ja. Wir gehen jetzt dahin, wo der Graf gelebt hat. Das hat uns auf jeden Fall der Jan, unser Tourguide, erzählt. Und danach gehen wir zu einer Aussichtsplattform. Und die haben wir schon am Eingang des Palastes gesehen. Und da freue ich mich schon drauf, denn da kann man dann über ganz Prag schauen. Und ja, ist auf jeden Fall sehr schön hier drin. Ich habe nochmal nachgefragt, 10 Euro tatsächlich der Eintritt. Und es lohnt sich auf jeden Fall, weil man kann echt hier ganz, ganz viel sehen.
einer schönen Bootstour gehen wir jetzt zur John-Lennon-Wand. Und da ist das Interessante, John Lennon war noch nie hier in Prag, hat aber trotzdem was zum Gedenken bekommen. Und ja, würde ich sagen, zeigen wir euch mal direkt. Living all the dreams, playing all the games, and getting high in love. They can chase us down, but we will always win. Leading every dance, feeling every touch, and getting high in love. We're invincible. Trust in me. We're invincible. Don't you see? We're invincible. In Signalfarben heute angezogen habe und zwei Bommeln nicht zu verkennen, denn hier auf der Karlsbrücke ist echt mega viel los, natürlich auch viel zu gucken, aber das bedrängt doch irgendwie ein bisschen. Ja, ich glaube, wir gehen jetzt schon langsam weiter zum Essen und ja, kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen mal, eine kleine Stärkung und ja, bin auf jeden Fall froh, dass ich nicht verloren gegangen bin. Trust in me, we're invincible.